Leute, willkommen zur vierten Folge meiner Apex Legends Flashback-Reihe. Heute sind wir in Season 3 angelangt, eine sehr, sehr große Season. Dieses Video wird wieder sehr, sehr lang gehen. Es gibt eine Menge Trailer und ich habe mich jetzt auch entschlossen, die Gameplay-Trailer mit reinzunehmen und auch die Event-Trailer, um das ein bisschen fetter zu gestalten. Vor allen Dingen die Gameplay-Trailer zeigen natürlich auch noch ein Stück weit, wenn es eine neue Map gibt, eine Map-Veränderung. Das kann man leider, so wie ich das jetzt bis jetzt in dem Format gemacht habe, nicht so gut zeigen. Man sieht wenig von den Maps und so weiter und das ist eine richtig coole Idee. Und aus dem letzten Video hat sich jemand gewünscht, dass ich den Krypto-Teaser noch mit reinhaue. Damals die ersten 10 Seasons, sage ich mal, waren die Devs von Respawn noch sehr, sehr kreativ, was Teaser betrifft, für eine neue Legende, für eine neue Map und so weiter und so fort. Und ich möchte deswegen diesen Teaser nachreichen und ich versuche das natürlich in Folgevideos auch so zu machen, wenn es geniale Ingame-Teaser gab, die es so nicht wieder gab. Also, bevor wir gleich mit dem Teaser-Trailer zur neuen Season 3 anfangen, zeige ich euch einfach mal den legendären Krypto-Teaser. Für die neue Season 3 Legende sozusagen habe ich im letzten Video angesprochen. Wer es nicht gesehen hat, sollte sich das unbedingt noch reinziehen. Das ist im Wraith-Labor gewesen auf Kings Canyon in einem geheimen Raum. Den konnte man kurz vor Ende der letzten Season, also der zweiten Season, auftreten. Und dort hat man Folgendes gesehen, bevor es die neue Legende gab. Kleiner, aber feiner Teaser, fand ich richtig, richtig kreativ. Ist leider kein Gameplay von mir. Ich musste erstmal eine Weile suchen, bis ich was Vernünftiges gefunden habe, weil es ist ja doch schon, es war immer noch 2019. Wir starten jetzt erstmal mit den Anfangsdaten der neuen Season 3. Meltdown hieß die Season, ging vom 1. Oktober 2019 bis zum 4. Februar 2020, was dann gleichzeitig der erste Geburtstag von Apex Legends war, quasi der 4. Februar, neue Legende Krypto, neue Waffe Charge Rifle und ihr seht, wenn ihr die Reihe ein bisschen verfolgt, in den ersten Seasons hatten wir immer eine neue Legende, eine neue Waffe und die ersten Seasons haben immer eine Menge Schwung mit reingebracht. Deswegen waren so die ersten ich sag mal zwei Jahre, die goldenen Jahre von Apex Legends, weil das immer richtig reingeknallt hat, wenn eine neue Season kam. Und von Season zu Season haben wir ja nun schmerzlich festgestellt, wurde es dann leider immer schlechter. Eine neue Map, Featured Map, World's Edge. Kings Canyon kam erst vor Ende der dritten Season nochmal in die Playlist mit rein. Der Battle Pass oder Battle Pass Theme war Fire and Ice. Reaktiver Skin war die Peacekeeper. Und wir haben Events. Wie gesagt, das Fight or Fright Halloween Event zeige ich euch den Trailer. Das Holoday Bash Event, eines der legendärsten und beliebtesten Events überhaupt. Irgendwann wurde aber auch dieses Event, ich glaube nach dem dritten oder vierten Jahr, wurde das Holoday Bash Event leider ein bisschen überarbeitet. Und das fanden die meisten nicht so geil, inklusive mir. Keine Ahnung. Never Change Running System. Ich fand das Holoday Bash im Original besser, als es dann, okay, letztes Jahr 2023 hat man gar keins. Und das absolut legendäre Grand Tour Re-Event ebenfalls extrem, extrem genial. So, jetzt fangen wir erstmal an mit dem Launch Trailer zu Season 3. Viel Spaß! Übrigens, hier kann man schon erahnen, dass es irgendwann Akimbo-Waffen gibt. Ihr seht hier hinten im Hintergrund die ganzen Pikale, wollte ich gerade sagen, die ganzen Pokale von Mirage. Und relativ rechts ist ein Pokal mit einer Doppel-RE45. Klar, gibt es so nicht, aber man konnte es damals eventuell schon ahnen. Anyway, I've been saying all along we needed a change of scenery. So we're gonna need to find whoever took the tower down and buy them a drink. Why don't you just ask the new guy? What? He ain't too bad of a hacker. Knows everything about anything. Hey, buddy. I hear you're the second smartest guy in the Outlands. Wink. Come on, what are you, hiding something? Kid's got some moves. You ready? Seriously? Hope you
got to count, kid. Try and keep up, old man. Kriege ich gleich wieder Gänsehaut, wenn ich das sehe. Die erste Zeit, wenn man die ersten Bilder der ersten neuen Map sieht, einfach Gänsehaut pur. Der Zug. Da war World's Edge noch in Ordnung. Charge Rifle. Da war auch die Charge Rifle noch geil. Die spielt heute auch keiner mehr. Und das war der Launch Trailer zu Season 3. Mega, mega legendär. Und die meisten OGs unter euch, die dort auch schon gespielt haben, World's Edge Original, da war World's Edge auch noch richtig geil. Und ich würde mir auch, wir sind ja jetzt mittlerweile in Season 23 angekommen, leider ist ja der OG-Modus von Kings Canyon auch nur von kurzer Weile, was sehr, sehr schade ist, würde ich mir auch mal für World's Edge wünschen. Wer das nicht wusste, damals ist quer über fast die ganze Map ein Zug gefahren. Nonstop gab es immer geilen Loot. Es hat mega Bock gemacht, da dort drauf zu landen. Du konntest mitten vom Dropship auf den fahrenden Zug landen und so weiter. Leider wurde uns das alles über Zeit genommen und World's Edge ist jetzt so, wie es ist. World's Edge ist immer noch eine geile Map, aber auch die Originalmap davon war einfach viel zu geil. Klar, Kings Canyon hatte gewisse Überarbeitungen auch verdient. Das darf man auch nicht vergessen. Ich würde sagen, wir machen direkt noch den Krypto-Trailer hinterher. Das wäre jetzt chronologisch sowieso das nächste, was wir sehen werden. Also machen wir damit gleich weiter. Auch hier betone ich wieder, denkt euch das Perk-System weg, nichts mit Unsichtbarkeit oder sonst irgendwas. Damals hatte er ganz normal sein EMP. Er hatte seine Drohne zum Scannen. Und ich überlege gerade, ob er schon instant respawnen konnte oder auch die Banner aus den Kisten ziehen konnte. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Also, dass du direkt an die Deathbox gehst, hast direkt den Banner und haust direkt den Respawn raus am Respawn-Beacon, muss es nicht eine ewig lange Ladeanimation aktivieren. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Vielleicht sehen wir es hier im Trailer. Ich habe es mir alles vorher nicht nochmal angeguckt. Ja, Slow Effect hat alles so deaktiviert, was man deaktivieren konnte. Und dann rein da. Wenn man dann immer so die Trailer sieht, denkt man so, oh, die nächste Legende ist wieder overpowered. Und dann sieht man, dass es eben in der Regel dann nicht so ist. Und wir schieben jetzt gleich noch den Gameplay-Trailer hinterher. Und dann gibt es ein paar Fakten, was es alles Neues im Spiel gab. Ah, genau deswegen macht es einfach Sinn, auch in jeder Season noch den Gameplay-Trailer mitzuzeigen, weil man einfach eine Menge der Maps sieht. Übrigens, das ist die erste Season, wo dann eine neue Waffe kommt, wo es dann keinen Waffentrailer gibt. In jeder Season bis Season 3 gab es dann, oder bis Season 2 gab es einen Waffentrailer. Und jetzt hier für die Charge Rifle gibt es dann leider keine Waffentrailer mehr, was ich sehr, sehr schade finde. Original World's Edge, schaut euch an, einfach absolut allererste Sahne. Die Skybox auch noch deutlich heller. Viele schöne Spots hier, der beste Spot, der beliebteste Spot mitunter, die Sortierfabrik, da ist der Zug. Das ist einfach geil gewesen. Das ist einfach der absolute Hammer gewesen, diese Original World's Edge Map. Das muss man einfach mal sagen. Es hat einfach ultra Spaß gemacht.
Ich glaube, es ist nach wie vor immer noch die beliebteste Map überhaupt, würde ich behaupten. Das ist einer der wenigen Spots, der sich nicht verändert hat aktuell. Hier zeigen wir den Battle Pass, einer der schrecklichsten Skins für Pathfinder. Der Ice Skin, ich glaube Level 50 war es und Lifeline auf Level 25 oder umgedreht. Die neue Weapon, die Charge Rifle. Oh, die neue Weapon, ich habe mich auch gerade richtig schlecht. Ostdeutsch, Englisch Akzent, herrlich. Die neue Weapon. Die Charge Rifle war damals wirklich zum Release eine absolut krasse Nummer. Nachdem dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr in welcher Season das passiert ist, als das Rework, Moment, hier kommt glaube ich noch eine Schlüsselszene, ich weiß nicht mehr was kommt. Ach ja, das wurde uns hier, finden wir ja dann noch die Schlüssel für die Tresore, wo dann richtig genialer Loot drin war. Und da gibt es später, ich glaube Ende von Season 4 gibt es in so einem Tresor auch einen richtig geilen Teaser. Dazu dann aber, wenn wir soweit sind. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen durch, was alles passiert. Wir sind schon bei 11 Minuten, haben eigentlich kaum Fakten auf den Tisch gelegt, außer die Trailer und ein paar Sachen. Also World's Edge war die Featured Map, klar, Krypto und Charge Rifle sind hinzugekommen. Die Charge Rifle wurde irgendwann extremst überarbeitet. Wir hatten vorher den Ladestrahl, bevor du richtig den Ladeschuss rausgehauen hast, hattest du diesen Anvisier-Ladestrahl, der schon Schaden gemacht hat. Und dann hast du einen richtig fetten Schuss auf den Gegner rausgeballert, ohne Bullet Drop. Es war extrem einfach an sich mit der Waffe zu treffen, wenn du einen Gegner hattest, der sich kaum bewegt hat. Die Charge Rifle, so wie sie war zum Release, war, glaube ich, relativ OP, wenn ich es noch im Kopf habe. Aber 100% sicher bin ich nicht. Aber das Rework irgendwann, keine Ahnung, Season 16, 17, 18 oder wann es war, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Vielleicht war es noch früher. Seitdem spielt die Charge Rifle einfach kaum noch jemand. Wir haben erstmals den Double-Tap-Trigger als neuen Hop-Up dazu bekommen für die EVA 8 und für die G7 Scout. Du hast quasi einen Doppelschuss abgegeben. Fand ich meiner Meinung nach ein relativ unbeliebter Aufsatz. Es war einfach deutlich schwieriger mit den Waffen beide Hits richtig zu treffen. So ging es mir jedenfalls. Aber stark war er, wenn du wirklich richtig getroffen hast. Und der Anvil Receiver für die Flatline und die 301 im Einzelfeuermodus waren die Schüsse deutlich stärker, deutlich krasserer Impact Schaden. Also aber die Feuerrate war geringer, soweit ich das noch im Kopf habe. Es gab wieder Gun Charms. Hier steht neuer Cosmetic Type. Charms. Ich würde jetzt mal fast behaupten, Charms hatten wir vorher schon, weil ich in den letzten Videos auch die ein oder anderen Charms gesehen habe. Oder sie wurden dann in Season 3 erst mit dem Ranked-System implementiert. In Season 2 kam ja Ranked erstmals und dort gab es die ersten Gun Charms. Das könnte sein, dass ich das jetzt ein bisschen verwechsle. Die Firing Range gab es vorher nicht, die haben wir erst in Season 3 bekommen, war mir jetzt ehrlich gesagt so auch nicht bewusst, ich dachte auch seit Release, habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Dann gab es ein Town Takeover Event, das Mirage Voyage Schiff, was sehr sehr lange auf World's Edge geblieben ist, was dann auch von Map zu Map ein bisschen gewandert ist, das war auf King's Canyon auch, aber ich glaube, hatten wir Mirage Voyage auch mal auf Olympus? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr dran erinnern. Ich glaube ja, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Und wir hatten eine Menge genialer Events. Das Fight or Fright Event. Ich mache erstmal am besten den Trailer an. Das war quasi das allererste Halloween Event. King's Canyon After Dark. Richtig, richtig genial. Das ist der, oh, der Trailer. Der war auch sehr, sehr stark, genau. Pathfinder geht in dieses Ding rein, in dieses Portal. Und ich glaube, Wraith hat noch gesagt, ich höre jetzt hier den Sound nicht, dass das nicht mein Portal ist. Sau, sau stark. Der Modus hat auch richtig gebockt. Ich glaube, Sinn der Sache war, dass eine gewisse, da sehen wir übrigens Revenant das allererste Mal sozusagen, er ist der Veranstalter der Halloween-Events und der kommt ja dann in Season 4. Dort wurde dann quasi die neue Legende auch das erste Mal geteasert und Sinn war es, glaube ich, unter die Top 5 der Squads zu kommen und dann musstest du an einen gewissen Landepunkt
und mit einem Schiff die Map wieder verlassen. Und wenn du eben down gegangen bist und getötet wurdest und solange mindestens ein Squad-Mate noch am Start war, konntest du, glaube ich, revived werden als normale Variante, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, wenn dein komplettes Squad down war, wurdest du zur Schattenvariante, wurdest du gedownt, konnte noch ein lebender Teammate dich hochheben, aber nicht reviven durch einen Respawn. Hier ist das Landeschiff, das musstest du erreichen. Das war eigentlich die Originalversion vom Holo, vom Fight or Fright Event. Das war eigentlich auch die geilste Variante, wurde über Zeit auch so ein bisschen geändert. Und die Originalversionen sind eigentlich meistens immer die besten. Da wird immer viel zu viel rumgeändert. Wir machen jetzt erstmal das Holoday Bash Event und ich gehe auf jeden Fall noch auf eine Menge Skins ein und ich überfliege auch nochmal die Patch Notes, weil da hat sich auch einiges getan, wo schon wieder richtig gebufft oder genervt wurde, richtig krasse Sachen. Holoday Bash, das allererste Mal, das erste Weihnachtsevent, war einfach geil. Hier haben wir zum ersten Mal das Mirage Voyage Schiff, kam erst zum Holoday Bash Event, das war nicht von Anfang an auf World's Edge am Start. Sehr geiles Town Takeover. Und also das Mirage Voyage kam außerhalb des Holoday Bash Events. Im Holoday Bash Event selber dieser Holoday Bash Modus mit dem Zug, da konntest du, glaube ich, das Mirage Voyage Schiff nicht betreten. Sinn war es sonst, dass dieses ein neuer Spot ist und mit dem Zug konntest du 5 Stationen fahren. In jeder Station wurde gehalten und 3 versus 3 Teams waren es, also 3, 6, 9 Leute und an jeder Station war wie so eine Art Reset und das letzte Team, was jede Station überlebt, bekommt einen Punkt und ich glaube bei 3 Punkten war die ganze Geschichte zu Ende und du hattest halt 5 Haltestationen und wenn dein Team oder 2 Teams komplett ausgelöscht wurden, ging der Zug an die nächste Station und dort wurden die anderen getöteten Teams wieder revived. Richtig starker Modus, spiele ich nach wie vor sehr gerne, wenn er denn mal drin ist. Der wurde dann auch über Zeit immer mal wieder abgeändert. Und last but not least, das Gran Soiree Event war eines der geilsten Events meiner Meinung nach und ging 14 Tage und alle 2 Tage gab es einen neuen Modus. Ich schalte es einfach mal ein und dann gehen wir mal grob durch, was die verschiedenen Modi waren. Das erzähle ich aber jetzt gleich im Laufe, wenn wir noch ein bisschen über die Apex Legends Wiki-Seite zappen. Wie gesagt, Gran Soiree Event, eines der absoluten Favorite Events. Wenn es nach mir geht, hier steht es auch, jedes Event oder jeder Modus 2 Tage. Gold Rush Duos war der erste Modus. Dann gab es Third Person, sehr, sehr beliebter Modus. Armed and Dangerous hatten wir erstmals in Season 2. Oder war es Season 1? Ich habe schon vergessen. Kings Canyon After Dark. Big Dummies Big Day fand ich auch einer der geilsten Modi. Live Die Live. Oder Live Die Live. Oh, ich verwechsel gerade das Wort. Always Be Closing war auch ein krasser Modus. Ich glaube, der war übrigens im Release verbuggt und der wurde, glaube ich, übersprungen, wenn ich mich nicht irre. Irgendeiner der 7 Modi ging nicht richtig. Ein paar richtig coole Skins waren ebenfalls dabei. Dann haben wir noch, achso, Kings Canyon After Dark hatte ich schon erzählt. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Und auch ein paar richtig hässliche Skins. Gehört halt auch dazu. Also, Season 3 war vollgespickt mit richtig coolen Events. Wir gehen jetzt hier mal durch. Moment, wir gehen hier aufs Gran Soiree Event. Und dort gehe ich die einzelnen Modi mal durch. Wir hatten Gold Rush Duos, also Duo-Modus. Übrigens, der Duo-Modus kam auch in Season 3. Das habe ich überflogen, weil die Patch-Notes, die kommen erst relativ weit unten. Dort steht das dann erst. Der Duo-Modus war dann erstmals auch in Season 3 am Start. Und der Gold Rush Duos war so, dass du halt zu zweit startest und only full-kitted Weapon auf dem Boden gefunden hast und auch Care-Package-Waffen. Live Die Live war... Was war das? Live Die Live.
Squad Mates automatically respawn when the ring closing and begins a new round. Ach so, aber ich glaube, da war es auch so. Also du hast ganz normale 60 Leute auf dem Schlachtfeld gehabt und ich glaube, du musstest mindestens einen Überlebenden gehabt haben. Wenn dann die nächste Zone kommt, werden deine Teammates gerespawnt. Aus dem Skydive raus. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das oder ob du auch komplett rausfliegen konntest. Ich glaube aber schon, Third Person müssen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Also Fortnite-Style war richtig cool, hat gebockt, auch wenn es nicht so ganz mein Fall war. Irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Always be closing war auch ein krasser Modus. Der Ring schloss sich ununterbrochen. Es gab keine Pause. Die Runden gingen relativ flott und dieser Modus war auch total stark. Am Rand landen war halt nicht so schlau, weil du dann nur am Rennen warst. Armed and Dangerous kennen wir schon. Eben dann erstmals auf World's Edge. Nur Shotguns, nur Sniper, ganz wenig Loot, ganz wenig Heilung und nur weiße Körperschilder. Gab nichts höher als weiß. Kings Canyon After Dark müssen wir, glaube ich, auch nicht groß beschreiben. Es ist Kings Canyon im Dunkeln gewesen, die Halloween-Version, mein Gott. Und wir hatten eine erhöhte Spawnrate von dem 1er Digi-Threat-Visier und dem 410er Digi-Sniper-Visier. Und Dummies Big Day fand ich einer der geilsten Modi bis heute, denn jeder hatte dieselbe Hitbox. Keine zu große Hitbox wie ein Gibby oder keine zu kleine Hitbox wie Wraith zum Beispiel. Alle hatten dieselben Parameter, was die Größe, die Geschwindigkeit und den ganzen Spaß betrifft. Das fand ich richtig cool. Ich überlege gerade, was die für. Die hatten verschiedene Fähigkeiten. Eine taktische Fähigkeit war zum Beispiel Loot zu droppen automatisch. Oder auch die ultimative Fähigkeit war, dass du viel Loot droppst. Oder auch die Mirage-Ult, diese ganzen Decoys. An mehr kann ich mich da gar nicht erinnern. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da noch war. Jetzt suchen wir uns aus diesem Event mal die Skins raus, die legendären natürlich. Wir haben zum einen den Pathfinder-Skin, einer der legendärsten Octane-Skins nach wie vor überhaupt. Ich liebe diesen Skin, dieser Watson-Skin auch ebenfalls extrem nice. Und dort war es dann schon vorbei mit der Seltenheitsstufe. Wir gehen mal noch auf das Holoday Bash Event. Dort gucken wir uns mal auch noch an, was es für schöne Skins gab. Wir haben hier diesen Elster Skin. Oh, den Nussknacker Skin auf der G7. Oh, hässlich. Hässlich wie die Nacht. Aber Gott sei Dank sind Geschmäcker verschieden. Ein Gibby Teddybär Skin oder Eisbär Skin. Ganz schrecklicher Pathfinder Skin. Das sieht so krank aus. Bangalore. Caustic sieht nice aus. Ohne Scheiß. Der Weihnachtsmann. Einfach Caustic. Der sieht richtig, richtig, richtig stark aus. Aber Caustic hat sowieso die meisten genialen Skins. Mirage. Nussknacker-Style. Passt perfekt zu Mirage. Octane-Skin. Absolut grauenhafter Rentier-Skin. Watson. Und Krypto noch. Und da geht es dann schon los mit den weniger interessanten Stufen. Und wir haben noch. Ja, hier stand der Duo-Modus, natürlich. Duo-Modus hier gibt es nicht viel zu sagen. Der war dann erstmal permanent eine Weile drin, wenn ich mich nicht täusche. Und hier schauen wir mal Halloween-Event. Genau, oh ja, den fand ich richtig, richtig stark. Diesen Alternator-Skin aus dem ersten Halloween-Event. Heute habe ich einen akuten Sprachfasching, das geht ja überhaupt nicht. Dieser Devotion-Skin, auch mega beliebt. Richtig schönes Ding. Warum stoppt das jetzt von ganz oben? Ich habe keine Ahnung. Und die Legenden-Halloween-Skins natürlich auch sehr, sehr geil. Bloodhound. Gibby. Wraith. Bangalore. Caustic ebenfalls. Absolut krass. Das Recolor gefällt mir allerdings viel, viel besser, was dann ein Jahr später, glaube ich, kam. Mirage als Cowboy. Sehr kreativer Halloween-Skin. Dann haben wir noch Krypto als Vampir. Sieht auch sehr stark aus. Und die anderen sind eher nicht so interessant. So, jetzt schauen wir mal, wo wir als nächstes hin müssen. Jetzt gehen wir hier mal weiter runter. Jetzt kommt nämlich der gesamte Battle Pass. Dort sehen wir uns auch noch die Skins an. Das ist der absolut grauenhafte Pathfinder Skin. Danke, Mattes, dass du mich damit jedes Mal ärgerst, wenn du Pathfinder spielst und den drauf hast. Und
dieser Lifeline-Skin ebenfalls mit einem Recolor irgendwann versehen. Ich weiß gar nicht, in welcher Season das war. Und wir haben dann noch den Longbow-Skin. Und wir haben den reaktiven Skin Nummer 1 auf Level 100 für die Peacekeeper und die zweite Variante. Und hier, dieser Skin kam auch irgendwann in einer Erbstück-Stufen-Variante zu vollem Preis von über 250 Euro. Der sah ultra, ultra geil aus. Aber der hat einen Shitstorm ausgelöst. Und so hat sich Respawn nie wieder gewagt, einen Battle Pass Reaktiv-Skin Recolor in diesem Wert rauszuhauen. Also da waren viele extrem, extrem sauer und das mega zu Recht, weil das einfach eine absolute Geldgier gezeigt hat. Und das ist vielen sauer aufgestoßen. Die ersten Gun-Charms, wenn es nicht gerade Ranked-Gun-Charms waren, ich gehe sie mal kurz durch, werde ich in den anderen Videos dann nicht machen, weil das einfach mittlerweile zu viele sind. Aber damals waren die noch echt cool, die Gun-Charms. Aber wir werden mittlerweile überhäuft. Jetzt bin ich schon wieder so weit zurück, ich Volltrottel. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ja, ich wollte nochmal auf die Patch-Notes gehen. Ihr seht, pro Season gibt es immer echt eine Menge zu erzählen. Und ich überfliege hier nur grob, was die interessantesten Änderungen waren. Es gab nämlich diesen Perk, der Executioner-Perk, wusste ich auch nicht mehr, hatte ich nicht auf dem Schirm. Diesen Perk gab es erst ab Season 3. Wenn wir jemanden erfolgreich finishen, bekommen wir komplette Schildregeneration. Nicht Regeneration, sondern wir sind dann komplett geheilt. Regeneration wäre, wenn es über Zeit wäre. Gibi hat hier auch mal wieder ordentlich was drauf bekommen. In der Bubble konnten alle 25% schneller heilen. Die Wurfgeschwindigkeit wurde um 60% erhöht. Und die Cooldown von 20 auf 30 Sekunden genervt. Ansonsten sind aber die ersten beiden Dinger schon ordentlicher Buff gewesen. Dann haben wir hier fürs Bonbon, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, seine Ulti von 4,5 Minuten auf 3 Minuten reduziert. Die Zeit, bis der ganze Spaß richtig runterknallt, auf 6 Sekunden reduziert. Von 8 auf 6 und die Wurfweite 36% erhöht, war schon ordentlich, ordentlich krass. Ansonsten hatten wir hier noch Bangalore 100% oder ja, ein 100% Schadensbuff auf ihre Rolling Thunder Ult von 20 auf 40, völlig zu Recht, wie ich finde. Ansonsten gab es hier noch einen ziemlich ekelhaften Nerf für den Grapple von Pathfinder. Es hat 33% länger gedauert, bis der Grapple so richtig quasi die Oberflächen berührt. Und dadurch hat es erstmal eine Weile gedauert, bis du dich da an dieses neue Movement gewöhnt hast, bis du richtig deine ganzen Moves wieder richtig so platzieren konntest, dass das alles richtig funktioniert hat, wenn du dich irgendwo hinschleudern wolltest. Und auch ein extrem krasser Anstieg, 30 Sekunden mehr Cooldown auf die Zipline. Ansonsten wurden die Disruptor-Rounds logischerweise, wer das letzte Video gesehen hat oder auch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt nochmal sehen. Die legendären Disruptor-Rounds aus Season 2 erstmalig wurden entfernt. Skullpiercer wurde entfernt. Wir haben eben den Anvil-Receiver dazu gekriegt. Double-Tap-Trigger haben wir dazu bekommen. Hier wurden noch ein paar Adjustments an dem Ultimativ, an dem Recharger, an dem Aufladegedöns da. Gold Gear Changes, der goldene Backpack, der wurde ein bisschen geändert. Dort wurden die Perks ein bisschen angepasst. Der goldene Backpack hat den Guardian Angel Perk bekommen. Was war der nochmal? You will receive downed teammates with bonus heal. Und ach so, du hast 50% Leben wieder gehabt auf dein Schild. Also als hättest du das goldene, war es das goldene Knockdown damals? Wenn du deine Teammates revived hast, hatten die halt 50% wieder Leben auf Schild und auf Gesundheit. Goldene Armor, dort konntest du dann deine Heals doppelt so schnell reinknallen, egal welche Heals, es ging doppelt so schnell. Das ist quasi das, was wir jetzt in Season 23 im Dome von Lifelines ultimativer Fähigkeit haben. Das ist einfach unfassbar stark. Dann gibt es noch ein paar Adjustments an den Waffen, gehe ich jetzt aber nicht groß drauf ein.
macht jetzt nicht groß Sinn. Außer, dass die Elster im Care Package dann zusätzlich noch das Level 1 Digi-Thread hat. Das gibt es ja nun mittlerweile auch nicht mehr. Das haben sie auch vor 2 Seasons, glaube ich, komplett entfernt. Und dann gibt es wie immer eine Gold, Fully Kitted Gold Weapon Rotation und eine Menge Quality of Life Changes. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt hier nicht irre, war hier nichts Weltbekanntes dabei, was irgendwie neu war, was wir vorher nicht hatten, lauter Überarbeitungen. Sicherlich überfliege ich mal was, was ich, oder überspringe ich mal was, was ich völlig vergessen habe, weil es zu viel ist. Aber im Groben glaube ich, dass hier nichts Akutes dabei war. Gerade bei den Quality of Life Changes ist immer mal was dabei, was einfach inhaltlich dem Spiel sehr, sehr gut getan hat. Kleinere Änderungen. Ladies and Gentlemen, Season 3. Ein verdammt langes Video, eine halbe Stunde, das ist ein ordentliches Ding. Hashtag bis zum Schluss, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr dieses Video bis zum Schluss gesehen habt. Ansonsten inhaltlich natürlich, was haltet ihr von dieser Season? Und gerne wieder reinschreiben oder wenn ihr es vorher noch nie reingeschrieben habt, ab welcher Season ihr in den in den Apex Grind gegangen seid. Sorry für den Sprachfasching heute. Direkt nach dem Mittagsschlaf habe ich mich an das Video gesetzt. Ich bin noch nicht ganz munter gewesen, scheinbar. Und bin es wahrscheinlich immer noch nicht. Das war's von mir. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.